Ja. Aha, geht doch. Und schauen dann nochmal beim Sachenmacher vorbei. Ich denke mittlerweile... Ach, da läuft der... Guck mal, wer da rumläuft. Ah, meine lieben Freunde. Ihr glaubt gar nicht, wie dankbar ich euch bin. Ich habe endlich einen neuen Fall. Was sage ich da? Einen neuen Fall? Nein, ein halbes Dutzend Aufträge habe ich bekommen. Aber hallo, das ging aber schnell. Wie habt ihr das hingekriegt? Ich bin einfach etwas spazieren gegangen, um mich daran zu gewöhnen, mich in dieser Kluft unter Menschen zu wagen. Und schon wurde ich von allen möglichen Leuten angesprochen, die meine Dienste in Anspruch nehmen wollten. Wenn wir wieder zu Hause sind, machen wir einen Laden auf, Libra. Modeberatung oder so. Bei deinem Talent werden wir sicher reich damit. Ach, das freut mich aber. Unser kleiner Sherlock Holmes. Jeder Gartenzwerg stapft auch immer noch darum. Ach, lass mich durch. Minas hieß er. So, dann wollen wir doch mal. Lalala. Diese Flasche. Mit meiner Angel könnte ich... Flaschenpost geangelt. Ich trinke mal zwischendurch ein bisschen was immer. Ganz heimlich. Nicht weiter sagen. So, wo ist er denn? Flaschenpost. Da steckt ein Brief drin. Mach's nicht so spannend, Schatz. Brief aus der Flasche gefummelt. Ja, da. Liebste Natascha, dein Vater hat... Wird... Ach du Schande. Achso, okay, nochmal von vorne. Liebste Natascha, dein Vater wird nie heimkehren. Es tut mir so leid. Du findest alles, was ich für deine Zukunft zurückgelegt habe, in unserem alten Versteck in Clipping. Möge der gütige Vater die Strömung so lenken, dass dieser Brief dich erreicht. Meine Gedanken werden immer bei dir sein. Papa. Oh. Wieder Fisch, dein Fisch. Komm mal angeln. Ne, kann man leider nicht. Oh, wie schade. Wo hat Natascha gewohnt? Lass mich überlegen. Ich glaube hier drin. Ja. Ja, überreichen wir der Natascha mal den Brief. Lass mich in Frieden! Achso, oh, da war ja der drin. Okay. Hallo, Natascha. Was habt ihr? Ihr schaut so ernst. Natascha, es ist wegen deinem Vater. Was ist es? Habt ihr etwas von ihm gehört? Geht es ihm schlecht? Das wissen wir auch nicht, aber wir haben diesen Brief in einer Flaschenpost gefunden. Der ist an dich gerichtet, glauben wir. Mein Vater, ich werde ihn nie wieder sehen. Wahrscheinlich nicht, aber du musst jetzt an dich selbst und deine Ausbildung denken. Dein Vater scheint das so gewollt zu haben. Wozu wäre sonst der Hinweis auf Clipping da? Du solltest nachsehen, was er in eurem Versteck für dich hinterlegt hat. Ich mache das später. Ich habe jetzt keinen Nerv, nach Clipping zu gehen. Warum denn nicht? Idiot. Da treibt sich dieser Eisenschädel eh bald rum. Ich kenne ihn aus dem fliegenden Fisch. Da schält er mir auch die ganze Zeit nach. Dann kann ich verstehen, dass du gerade nicht dorthin willst. Wenn es dir so unangenehm ist, können wir mal für dich nachsehen gehen, wenn du uns sagst, wo das Versteck ist. Das würdet ihr für mich tun? Es ist in einem Astloch, in einem alten, abgestorbenen Baum. Er steht direkt neben dem Haus mit dem Fischhandel. Alles klar, wir schauen uns das mal an. Können wir sonst etwas für dich tun? Ich frage mich, was Papa da für mich versteckt hat. Ich frage... Ja.
Okay. Dann gehen wir der kleinen Natascha mal den Schatz suchen. Sie tut mir ja schon leid. Aber vorher, bevor wir auf die Schatzsuche gehen, gehen wir mal zum Sachenmacher und holen unsere Bestellung ab. Und? Habt ihr euch schon etwas einfallen lassen? Na, du kommst gerade recht, mein Freund. Ich dir werde mache einen schönen Anzug. Wo ist völlig dicht? Das nicht keine komme Wasserei. Hört sich gut an. Wann kann ich das Teil abholen? Ja, das nicht sei so einfach. Ich hier noch Zeug brauche, um das zu machen. Du musst mir bringen, das Zeugs. Was soll's denn sein? Wir werden brauchen eine große runde Kohlkammer für den Kopf und viele wasserfeste Stoff für den Rest. Okay. Hohlkörper. Hohlkörper, wasserdichte Sachen. Wasserdichte Sachen. Gab's nicht irgendwo dieses Gummigedöns da Zeug? Hier in Altenberg, gab's hier nicht diesen Gummianzug? Der stiefelt auch immer noch in der Gegend rum. Wunderschön, wunderschön. Wo war denn hier der Laden verflixt? Hier die Schnepfe ist auch immer noch da. Ach, da oben. Ja, guten Tag. Mhm. Da, genau, eine Wachsjacke war es nämlich. Jawoll, eine Wachsjacke bitte. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen Hohlkörper. Oh ne, hier bin ich falsch. Halt, wir lassen mal all die Bengali durch. So. Hohlkörper, der Schäfer, der hatte doch so einen Globus. Das klingt zwar jetzt verrückt. Nee, falsch. Aber ich versuch's einfach mal. Ist ja auch ein Hohlkörper, ne? Ansonsten können wir auch einfach Grandys Birne nehmen, abschrauben und wieder dran bappen. Das ist auch ein Hohlkörper. Nee, hier war er nicht. Oh, ich verlaufe mich hier jedes Mal. Hier wollte ich lang. So, dann wollen wir mal. Sheva, alter Freund. Ja, lieber Junge, ja, ich möchte kaufen. Ein Globus. Ich hoffe, das reicht als Hohlkörper. Nee. Ansonsten wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wo noch ein Hohlkörper sein könnte. Boah, überall Katzen hier, das ist ja echt nervig. So, Sachenmacher, dann mach mal Sachen. Wir haben bei Sheva dieses komische runde Ding erwerben können. Könnt ihr was damit anfangen? Ah, das sei Globus, wunderbare Werk aus Sarabea. Ihr auch noch werde lernen. Und wir haben diese Regenjacke, die scheint halbwegs wasserfest zu sein. Das nix sei ich hier nicht dick. Seine von der Stange, gell? Aber Sache macht. Aber Sache macht Wasser Tee, Teer drüber an. Und dann sei gut. Bloß das sei zu wenig. Du müsse bringe zweite Jacke von der gleichen Art. Aha. Okay. Gut, dann holen wir. Na, oh, geht aus dem Weg da. Holen wir uns mal noch eine Jacke. Kostet ja nicht ganz so viel, zum Glück.
So. Können wir hier lang? Ja. Ich finde es ja immer noch grandios und überragend, dass die Stadt hier so riesig ist. Es macht richtig Spaß. So, dum di dum di dum, dum di dum di dum, di dum di dum. So, Alte, rück mal noch eine Jacke raus hier. Jawoll, guten Tag auch. Nee, kaufen. Jo. Tschüss. Ja, vielen Dank, bitte sehr. So, dann mal auf mit der Jacke zum Sachenmacher. Das Wahn, dann ist es Müllerslust. Halt, hier runter will ich. Ich frage mich ja, ob es hier Kilometergeld gibt. Nee, Spaß. Besser als diese ganzen Monster da in Düsterburg. Ja, da bezeigt, was Sachenmacher brauche. Ja, hier ist die zweite Jacke. Ja, sehr schön, du hast gemacht. Jetzt Sache habe viel Stoff. Vier schöne großer Anzug. Du kommst wieder in eine Stunde oder so, ich weiß auch nicht. Ich kann dann gleich den neuen Anzug abholen. Ne, du kannst abholen, nicht ich. Ah! Tschüss. So. Ich hoffe, das reicht. Sei nicht ungeduldig, Schatz. Die Stunde ist lange noch nicht um. Schade. Man kann es ja mal probieren. Gut, dann gehen wir in der Zwischenzeit. Ach, falsche Richtung. In der Zwischenzeit gehen wir mal den Schatz von Natascha suchen. Der dürfte ja nicht allzu weit weg sein. Ich werde mich wahrscheinlich schon wieder verlaufen. Ja, ich schaue schon wieder in die falsche Richtung. Egal, hier kommen wir auch raus. Zack. Oh Mann. La 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 la. Neben dem Baum mit dem Fisch. Da. Da ist das Astloch. Da greif mal rein und schau, was drin ist. Wahrscheinlich irgendwelche garstigen Kribbelkrabbelviecher, die mir in die Finger beißen. Jetzt stell dich mal nicht so an. Papierfetzen gefunden. Okay, dann wollen wir den mal durchlesen. Logbuchseite. Ein rätselhafter Logbucheintrag. Letzter Logbucheintrag. Endlich Land gesichtet. Eingeschlagener Kurs war 3 Tage in südlicher Richtung, dann 38 Seemeilen dem Morgen entgegen. Mit 10 Knoten Fahrt erreichten wir letztlich die... Die was? Ach, die Perle des Südens. Ein alter Logbucheintrag. Das ist aber kein besonders fürsorglicher Vater gewesen. Da steckt sicherlich mehr dahinter. Ja, das denke ich allerdings auch. Gut, dann werden wir den erstmal Natascha zeigen. Vielleicht kann die uns da ein bisschen mehr zu sagen. Und zurück. So. Oh, man kommt auch nicht vorbei an den Katzen. Das ist fürchterlich. So. So. Ich hab da was gefunden. Und? Habt ihr etwas finden können? Nur diesen merkwürdigen Logbucheintrag. Wir wissen leider auch nicht, was wir davon halten sollen. Kannst du uns vielleicht dabei helfen? Als ich klein war, hat Papa mit mir oft Schnitzeljagd gespielt. Da hat er auch immer Zettel versteckt, die so formuliert waren. Wenn man das Rätsel gelöst hat, hat man den nächsten Zettel gefunden. Das hört sich ja heiter an. Also. Eine Schnitzeljagd steht uns bevor. Na super. So, die Stunde müsste um sein. Verzeiht mir, dass ich hier so ein bisschen chaotisch durcheinander
Queste. Aber das ist nun mal so meine Art. Ich hoffe, ihr kommt dabei noch mit. Ich tu's. Ah, meine liebe Freund, Sache habe alles fertig gemacht. Du könntest direkt mitnehmen. Wunderbar, was soll der Spaß kosten? Ah, ja, ich mache dir einen wunderbaren Preis. Drei Teile wurde eingebaut. Das machte 30 Taler. So viel! Ja, kein Problem. Hier, bitte. Ah, das sei wunderbar. Hier, du habe einen Zug. Du müsst jedoch etwas aufpassen. Nur habe wenig begrenzt Luft. Wenn Luft alle sei, du musst aufpassen. Der Klappe vorn und lasse frische Luft rein. Natürlich nichts unter Wasser. Okay. So, dann werden wir, bevor wir die Schnitzeljagd starten, werden wir einen kleinen Tauchgang unternehmen. Nee, hier geht's nicht lang.